Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Drücke und halte, um dein tätiges Ziel zu überprüfen. Achso. Tipp. Für Rachel da sein. Ich bin hier. Okay. Geschafft. Mal umgucken. Was bitte? Ein Enneagramm? Was ist das? Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Typ 4, der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Soll das bedeuten, dass sie ist ein Typ 4? Eine Individualistin? Ein Sticker. The Ying and Badass Yang of Rachel Amber. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Gute Notiz dazu. Machiavelli, jetzt da. Ach Gott, ich muss jetzt überlegen, wie man den Namen ausspricht. Bitte neugierig. Sternbilder. Ich kenne aber irgendwie nicht so wirklich eins. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Okay, achso, das sind die ganzen Texte hier. Nichts ist, das ist der hier unten. Nichts ist unmöglich, das Wort selbst enthält möglich. Audrey Hepburn. Der Anfang, das ist der hier, der Anfang ist immer heute. Mary Wollstonecraft. Oder so. Dann kommt der hier. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unerlösbare. Machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir raus, ob wir es nicht noch, nein, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams. Und der hier wahrscheinlich. Ja. Es ist recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und ein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag. Henry Kendall. Kiss Me Kate, in der Promenade? Ach, das ist das hier. Once Upon a Time im Forum des Paradiso. Ist da? Das, die Glasmenagerie im Weber Theater. Ach, das hier. Noch weitere Bilder, Casting Call, Road Trip, Gruppenfoto, von dem man keine kennt, Bunnies. Das schaut nach einem Ausflug aus, wahrscheinlich Rachel mit dem Vater, noch eine Person. Ach, bisher cool. Hat sich da ein Degen? Ein Schwert? Tatsache. Okay. Eine Karte. Good luck. Rachel surrounded by so much love. Yet she seems so alone. Na, gerade schon. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts, Hals- und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Das ist auch echt süß. Was ist das? Cool light. Das ist nicht. Ach, das ist eine Art Schneekugel? Das ist cool. This light needs more light. Das Licht braucht mehr Licht. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Ein Transformator für mehr Strom. Nee, schauen wir mal. Was ist das? Ach, Horoskope, oder? Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Wow. Lesen. Löwekrebs Scheitelpunkt. Wer im Scheitelpunkt geboren ist, schwankt zwischen der theatralischen Natur des Löwen und der sensiblen, introvertierten Natur des Krebses.
Die Stimmung der Träger dieses Zeichens kann sich von einem Moment zum nächsten verändern. Denn ein Gleichgewicht zwischen diesen Zeichen ist oft schwer zu finden und noch schwerer zu bewahren. Stärken. Kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch. Schwächen. Egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Wie passend. Cancel, Leo. passt irgendwie sehr gut zu Rachel. Also zu dem, was wir bis jetzt von ihr kennengelernt haben, sind das Eigenschaften, die ziemlich gut auf sie zutreffen. Was ist in der Sporttasche drin? We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Okay, schau mal noch ein bisschen weiter um, bevor ich mit Rachel rede. May you always be safe. Sure. But from who? Vielleicht mal von sich selbst. Damit du immer sicher bist, dein lieber Papa. Ja. Öffnen wir mal. Was sind da drin? Vielleicht können wir hier was gebrauchen. First Aid Kit. Mal kann ich mir das anschauen. Die Lampe. Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Naja, mit dem bisschen Wasser, das kein Essen dabei. Hm. Nehmen wir die Lampe mit. Meerlicht. Ja, das ist Meerlicht. Okay. Bäh. Help. Achso, die Mutter. Ja, das sollte man vielleicht sagen. Wo ich bin. Hallo, könnte ich mal... Wo fängt das hier an? Habt's das bald? 8.05. Das ist immer noch dasselbe Tag. Aber jetzt bitte zu Abend... Jetzt da. Chloe, die Mutter von Justin Williams hat mich gerade angefangen. Du warst Teil der Aufführung? Das hätte ich gern gesehen. Ist einfach irgendwie passiert. Ich weiß, es war in letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte, komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Ich vermisse doch auch nur ihre Tochter. Das ist irgendwie gerade ein Sprung in der Zeit, so 12 Stunden. Naja, das ist wahrscheinlich aber bloß ein Fehler hier. Das sollte eigentlich anders sein. Also, ich dachte, da war noch mehr. Schublade. Was haben wir hier noch? Ich will einfach alles mal durchwühlen. Das ist mir egal, ich bleib liegen. I could get grades like this. I just don't want to. Leistungskurs Latein. Mein A. Personifizierte Exzellenz. Fach das amerikanische Erlebnis. Note A. Ausnahmslos, einsichtsreich und engagiert. Fach Literatur des 20. Jahrhunderts. Note A. So wie alle anderen auch. Unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie, ebenfalls A. Eine absolute Spitzenschülerin. Theater, A. Sie ließ das Licht von Dionysus heller strahlen. Sport, ebenfalls A. Makellose Beteiligung. Wie sollte es auch sonst anders sein? So. Achso, das war schon. Schau mal kurz den Kalender. Retten. Okay. Machen wir eins nochmal. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Hm. Mal lesen. Liebe Miss Arcadian, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Bros before Bronies. Erster? Erster? Nein? Achso, weil er nicht Erster war. Brach das Feuer nicht einen Tag nach dem Firewalk hier spielte aus? Hm. Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABFD sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann. Keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Ask Mr. Cadia. Ein Drache mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgelassen. Dead Fan. Prescott's, 50% ernst gemeint. Lady Aphrodite. Warum nur 50%?
Die Prescott sind scheiße zwielichtig. Traust du es denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich. No for a thing forever. Oder soll das nothing forever heißen? Okams Rasiermesser, Leute. Nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was das Seltsame angeht, diese Stadt ist seltsam. Was gibt's sonst noch Neues? SZ. Was im Ockhams Rasiermesser? Ist das nicht ein psychologisches Phänomen? Ich weiß es gerade nicht mehr. At nothing forever. Aber warum männliche Models, Lady Aphrodite? At. Oh Gott. Oh Gott. Ist ein bisschen anstrengend zu lesen, muss ich sagen. Die Stadt wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut, oder etwa nicht? Friedhof der amerikanischen Ureinwohner? Und nein, wurde sie nicht. Achso, das war eine Verbesserung. Nicht Indianerfriedhof, sondern von einer. Burn, kapiert? Voriges Thema, Legalisierung von Marihuana in Oregon und wie ihr euch beteiligen könnt. Nächstes Thema, Anstieg der Blackwell-Gebühren steht kurz bevor. Total wichtig. Bei einem Feuer. Graffiti? Erstmal ansehen, dann Graffiti. Rachel's always made being an A-Student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Freitag, 7.05.2010, Biologie, Seite 247 bis 259. Das sind ein paar Seiten. Labornotizen. Theater, Probenkostüm, Überprüfung der Schauspielplatzierungen, des Einsatzes der Lichter etc. Englisch, ADF, halte die Fresse von 188 bis 244. Ja, ich weiß, das heißt es garantiert nicht. Das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten. Latein, Konjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. Puh, die macht doch viel. Also, das kommt nicht von nichts, ne? Ach, Herr der Fliegen. HDF, Lord of the Flies. Letzter. Ein bisschen gebraucht. I think Rachel could use another subject. But which one? Kräuterkunde. Anatomie. Ne, Kräuterkunde. That's the one. Herbologie, page 420. Mensch, lass mich das lesen. Kalender. There's an essay I might actually read. Or, you know, write. Ist das jetzt hier unten dran? Kräuterkunde, Seite 420. Naja, auf Englisch ist es natürlich besser. Seite 420. Kiffen versus nicht ziehen. 500 Wörter. Okay, so, jetzt mal hier die Blumen retten. Nein, erstmal ansehen, dann retten. Hard to believe the show was only a few hours ago. Okay, das kann ich nicht auf den Kopf. Seems like everything has changed since then. Was? Das kann ich nicht lesen. Irgendwas mit Mom und Dad, das kann ich noch erkennen. Er rettet die Blumen. At least she'll have something from tonight. Eine einzelne Rose. Auch der Hund ist ja süß. Okay, ein Globus. Der leuchtet ziemlich gut, ne? Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Verbunden mit etwas, das ganz weit weg ist. Na, schwierig. Bücher. Steht was even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. The complete works of William Shakespeare. Die Übersetzung, das die vollständigen Werke. Na gut. Nicht schon mit mir reden? Nein, noch nicht. Ich gehe noch weiter durch. Noch ein Graffiti? I bet Rachel would rather be anywhere but here. Warum sind die alle durchgestrichen? Komisch. Maybe I can make the world a less scary place. Back on the train, I said. American graffiti. I can't wait to leave this place.
Lass mich wissen, wenn du Komplizen brauchst. So, das Bild hier noch. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Gott, Nathan Prescott. Gut, da war er irgendwie noch nicht so strange wie in Life is Strange. Passend. Jetzt will ich nur kurz das gucken. Graffitis. Das habe ich und das habe ich. Okay. Betrete Überlebenden. Das ist das nächste. Okay. So, erstmal ansehen, dann reden. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. War ein sehr intensives Gespräch, hat mich immer wieder gefreut. Ach Gott, die ist so fertig, die Kleine. Kann ich die jetzt kombinieren? Achso, das abmachen, das draufstecken, dann mach's an. Ja. Natürlich passt es gerade perfekt drauf, ne? Bling. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Na dann. Sterne. Sie steht halt echt auf Sternen. Da sind Sterne angeklebt. Das ist irgendwie voll süß. Da Sterne, die Astrologiekarte. Also da die Sternbilder. Da ist ein riesiger Stern. Ist noch irgendwas noch? Sternmäßiges? Gut, der das den Dingens. Der Globus. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? It reminds us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Immer noch schön. Sterne sind blöd. Sterne sind blöd. Fuck the stars. We can make our own. Yeah. It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's, like, one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're one in 100 infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it.
Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. Warum bewegen sich eigentlich diese Sterne? Das Ding steht starr auf dem Boden. Na gut. Machen wir weiter. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? Puh, weiß es nicht. Es ist falsch. Nicht falsch. War das, sagt es nicht gut? Vielleicht hat er doch keine Ahnung. Vermutlich werden sie es sowieso treffen, also ist egal, was ich jetzt sage. Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Ich habe auch eine Idee. Frank. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Ach ja, Papi, kannst du mich kurz zu Mami fahren? Schwierig. Ja, das ist auch nicht den Schuss. Warte mal, funktioniert der Truck nicht inzwischen? Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Was das Wissen spielt keine Rolle. Ich kann beides irgendwie passen. Andererseits, wenn sie es sehen, dann wird dir schon was einfallen. Warum kommst du erst jetzt? Was ist dir all die Jahre passiert? Warum hast du das Geld vorgezogen? Oder wir fangen mit einem ganz einfachen Hi an. Andererseits, ich weiß die Rolle. Du willst einfach nur sehen. Vielleicht gibt es sich ein Gespräch. Also, das ist eigentlich gerade egal. Du wirst es wissen. After my dad died. I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. Used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking.
Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right.